Stimmung, wenn man so ein Gefühl vom Druck hat im Kopf, ja? Also Hydrocephalus, Störung vom Hirnwasserabfluss, dann kann eine Ursache dafür sein, dass hier diese kleinen Nähte, die man auf dem Schädel hat, das sind wie kleine Gelenke. Und da kann dann der Kopf sich so ganz minimal aufblähen wie ein Ballon, so auseinandergehen und dann wieder, wenn dann das zu viel Hirnwasser da ist, dann zieht es zusammen und dann fließt es hier innen drin in der Wirbelsäule das Hirnwasser runter bis hier ins Kreuzbein und fließt dann ab in den Körper rein. Und da kann dann immer wieder neues, frisches Hirnwasser produziert werden, mehr als reinpasst, und das fließt dann ab. Und jetzt ist es so, dass wir diese Gelenke hier mobilisieren wollen. Das machen wir, indem wir beim Einatmen es so kippen, auf der einen Seite nach hier runterdrücken und hier runterdrücken. Und einatmen und beim Ausatmen hochziehen, vorne und hinten hochziehen. Einatmen, vorne und hinten die Hände runterdrücken und beim Ausatmen vorne und hinten hochziehen. Wir wiederholen das 5-mal immer schön beim tiefen Atmen. Einatmen, vorne und hinten runter. Ausatmen und vorne und hinten hoch. Einatmen, vorne, hinten, runter. Ausatmen und vorne, hinten, hoch. Und dann ist es dann manchmal so ein bisschen schwindelig, schwummerig im Kopf. Einfach in Ruhe sitzen bleiben, entspannt durchatmen, dann beruhigt sich das. Das war jetzt der erste Teil von der Übung für bessere Abfluss vom Hirnwasser. Der zweite Teil, da bräuchte man noch jemanden dazu. Der hier ist dann das dann so. Einatmen, ja, drückt hier der Bauch und das Gedarm so von hinten ans Kreuzbein hin, von innen. Und wenn es dann so von innen drückt, beim Einatmen kommt es sozusagen raus. Wir unterstützen das, wir ziehen da beim Einatmen. Ziehen wir hier Steißbein raus und beim Ausatmen knicken wir das Steißbein rein. Einatmen, ziehen wir Steißbein raus, ausatmen, drücken wir es rein. Man kann sich da dann auch selber hinten am Gesäß abtasten und das dann selber machen oder zusätzlich noch, wenn jemand anders macht, kann man auch hier im Einatmen eben hier auf der Mitte drücken und beim Ausatmen hier auch noch so ein bisschen so nach unten. Also wie wenn man die Wölbung verstärken will. So, das war's. Super Sache, um einfach Erleichterung beim zu großen Gefühl im Kopf zu bekommen. Euer Heilpraktiker in der Ergotherapie, Stefan Schur. Und wenn Sie dieses Profilproblem haben, dass Sie das Gefühl haben, mir drückt der Kopf zu stark, ich habe da Probleme, und wenn Sie das unter professioneller Anleitung lernen wollen, dann machen Sie gerne einen Termin bei mir aus. Ich freue mich auf Sie. Ihr Stefan Schurk.